Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deinem persönlichen Monatsorakel für den Dezember 2020. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wie du sehen kannst, habe ich jetzt schon eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Du siehst jetzt vor dir drei Tarotkarten und eine Orakelkarte. Die Tarotkarten geben dir schon mal einen groben Einblick in den Monat Dezember. Und die Orakelkarte oben drüber, das ist sozusagen deine große Überschrift, das ist dein Hauptthema. So, und alle Steinböcke unter euch, die Ende Dezember Geburtstag haben, ich wünsche euch alles, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday! Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, wie immer, denke bitte daran, dass es ein ganz allgemeines Orakel ist und nicht auf jeden zutreffen kann. Du wirst dann schon wissen, wenn es dein Orakel ist, wenn es dann dementsprechend eingetroffen ist oder wenn es nicht eingetroffen ist, ja. Falls es wirklich der Fall sein sollte, dass es überhaupt nicht gepasst hat, dass es nicht eingetroffen ist, dann schau doch ganz einfach, was du für ein Aszendent bist oder was dein Mondzeichen ist. Vielleicht ist da etwas für dich dabei, was stimmig ist. Okay, lieber Steinbock, ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt an mit deiner Hauptthemenkarte hier ganz oben. Das ist eine Orakelkarte und die drehen wir jetzt ganz, ja, die drehen wir jetzt gemeinsam um. Und da haben wir, okay, das ist der männliche Gott Freya. Das ist sozusagen, glaube ich, der Bruder von der Göttin Freya. Und dieser steht für Fülle, für Frieden und für die Zufriedenheit. Also, lieber Steinbock, es wird schön im Dezember. Du darfst auf jeden Fall mit einem sehr, sehr guten Ereignis rechnen, mit einem sehr, sehr guten Ereignis rechnen, was dir Frieden und auch wirklich eine Zufriedenheit, eine innere Zufriedenheit gibt. Es geht jetzt weniger um das Geld, aber es kann auch um das Geld gehen. Aber vielmehr geht es wirklich um das Thema Frieden, Zufriedenheit. Ja, du bist erleichtert eventuell auch. Also alles wird jetzt leicht, alles ist auf Frieden und auf Zufriedenheit abgestimmt. Ja, also womit das jetzt genau zu tun hat, wir werden uns jetzt mal die Tarotkarten ansehen bei dir, lieber Steinbock. Aber auf jeden Fall schon mal eine wunderbare Hauptenergie. Gucken wir uns deine erste Tarotkarte an und da hast du die 7 der Kelche. Also du hast dir wahrscheinlich etwas vorgestellt, ja? Du hattest hier bestimmte Vorstellungen, bestimmte Träume und diese, ganz ehrlich, ich glaube, diese erfüllen sich. Ja, weil du hast ja hier die Fülle, du hast die Zufriedenheit. Ja, ich glaube, dass deine Wünsche bzw. das, was du dir vorgestellt hast, so wie etwas ablaufen soll, ich glaube, das wird sich so ereignen. Ja, deine Träume realisieren sich, kann man jetzt hier so sagen eigentlich, ne? Okay, gucken wir uns die zweite Tarotkarte an und da hast du die drei der Schwerter. Okay, hier geht es um ein Ereignis, was dich sehr belastet hat. Ja, also hier sehen wir wirklich den Herzschmerz. Hier hat jemanden, dein Herz wurde hier gebrochen. Es geht hier um starken Kummer. Ja. Wahrscheinlich warst du auch blind in irgendeiner Situation, du hast die Dinge nicht so wirklich gesehen, wie sie waren, deswegen wurdest du wahrscheinlich eines Besseren belehrt. Aber wisse, du hast hier die Hauptenergie der Fülle, des Friedens und der Zufriedenheit. Also alles wird hier gut werden für dich, lieber Steinbock. Na? Die Zeit des Kummers, das bekomme ich für dich auch so rein, das wird sich auflösen. Ja, der Kummer wird sich auflösen. Du wirst sozusagen erleichtert sein, weil alles so kommen wird, wie du es dir vorgestellt hast. Gucken wir uns deine dritte Tarotkarte an. Und da hast du die Mäßigkeit, Schützerenergie. Ne? Vielleicht spielt eine Schützerperson eine Rolle, aber hier geht es auch um den Ausgleich, um die Balance. Und bei einigen spüre ich sogar auch eine karmische Gerechtigkeit. Und das ist wirklich das, was dir den inneren Frieden bringt. Die Zufriedenheit. Du bist hier wirklich zufrieden in irgendeiner Angelegenheit. Alles fällt dir sozusagen wirklich zu deinen Gunsten aus, ja? Lieber Steinbock, das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannende, schöne Energien. Aber ich würde sagen, wir gucken weiter und jetzt überlege ich, welches Kartendeck ich nehme. Ich bin da gerade ein bisschen ratlos, aber ich finde was. Okay. Ja. Also vom Gefühl her glaube ich wirklich, dass dein Kummer, das, was dir Kummer bereitet hat, das wird sozusagen jetzt ausgeglichen werden durch etwas, was sich für dich zu erfüllen beginnt, ja. Und du bekommst wirklich ein inneres Gefühl der Zufriedenheit und des Friedens. Der Kummer wird hier sich sozusagen in Luft auflösen. So bekomme ich das rein, ja. Also auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Gucken wir jetzt weiter für dich, lieber Steinbock, was der Dezember dir jetzt noch zu bieten hat.
Die war eindeutig. Ich habe sie schon gesehen. Ich mache es spannend. So, ich möchte ganz gerne noch eine zweite Karte. Ah, noch. Gut, dann sind es halt drei. Kein Problem. Okay. So, die erste Karte, ich habe die ja schon gesehen. Das ist eine sehr schöne Karte, da wirst du dich sehr darüber freuen. Und hier steht, das ist der Flammenbaum. Und hier geht es um den Anfang von etwas Neuem. Etwas Neues wird hier beginnen. Du erreichst sozusagen, also es wird hier etwas Neues für dich beginnen. Etwas Altes, der alte Kummer, der alte Schmerz. Das kann jetzt auch in der Liebe sein, ja. Das wird sich hier für dich auflösen, ja. Und der Anfang von etwas Neuem. Hier kommt ein Neubeginn für dich, lieber Steinbock. Eine Situation, die dir Kummer bereitet hat, wird sich hier in Luft auflösen. Es wird sich alles so ereignen, wie du es dir wirklich vorgestellt hast. Es kommt hier zur Balance in deiner Angelegenheit, ja. Für mich ist die Karte Temperance, also die Mäßigkeit, auch immer ein Hinweis darauf, dass die Engel da jetzt an deiner Seite sind, ja. Weil die Mäßigkeit ist aus dem Tarot für mich eine von den Engelkarten sozusagen. Und ich glaube, dass auch die Engel da mitwirken sozusagen, so kann man das sagen. Aber hier wird auf jeden Fall etwas Neues. Du kannst dann wirklich von vorne beginnen. Nach dieser Situation kannst du wirklich wieder aufatmen und von Neuem beginnen. Ja? Es geht ja auf jeden Fall bei einigen Steinböcken von euch, geht es hier auch um einen Neubeginn, ja, der dir wirklich Frieden, Zufriedenheit und Fülle bringen wird. Okay, gucken wir uns die nächste Karte an. Und da hast du hier die Reflexion. Und hier geht es um eine Illusion, es geht um eine Selbstprüfung und es geht um eine Verzerrung bzw. um die verzerrte Wahrnehmung. Und für mich bedeutet das, also die 7 der Kelche steht ja eben auch für eine Illusion. Ja? Vielleicht ist es bei einigen Steinböcken so oder einigen Steinböcken von euch so, ihr habt euch in einer Situation wirklich Illusionen gemacht. Ihr habt die Dinge nicht so gesehen, wie sie waren. Deswegen wurdet ihr eines Besseren belehrt und wurde da richtig, auf Deutsch gesagt, in den Hintern getreten. Euch wurde Kummer zugesetzt. Ihr habt deswegen sehr, sehr gelitten, ja. Und deswegen, euch wurden sozusagen, oder dir wurde die Augen geöffnet, ja. Und nun erreicht euch eine Zeit der Fülle und ein Neubeginn, ja. Gucken wir uns jetzt noch die letzte Karte aus diesem Deck an und da hast du den ewigen Tanz. Okay, hier geht es um Bewegung, es geht um das Rad des Lebens und den Pfad des geringsten Widerstandes. Also in deiner Situation kehrt hier eindeutig Bewegung ein und es geht aber auch um den Pfad des geringsten Widerstandes. Also das, wogegen du dich gewehrt hast, lieber Steinbock, das wird sich in Luft auflösen, aber ich glaube eher vom Gefühl her, in deiner Situation kommt jetzt nun Bewegung rein, nachdem es wahrscheinlich eine Zeit lang eventuell stagniert ist. Ja? Ich spüre auch eine unglaubliche Befreiung und Erleichterung. Ich weiß nicht warum, lieber Steinbock. In irgendeiner Situation warst du, ja, du hast dir gewünscht, wie etwas ausgehen wird. Du wirst wieder aufatmen. Du wirst dich hier sozusagen da befreien. Und es wird dir auf jeden Fall besser gehen, nachdem du erfährst oder erfahren hast, dass sich alles genauso erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast, lieber Steinbock. Das sind auf jeden Fall unglaublich gute Neuigkeiten für dich, wie ich finde. So, nehmen wir jetzt für dich das vorletzte Deck. Ich bin gerade mal bei 9 Minuten, oh mein Gott. Und ich bin fast schon am Ende, na gut. Dann wird das halt mal ein etwas schnelleres Orakel für dich. Aber kein Problem, es soll so sein. So, lieber Steinbock, schauen wir mal, was der Dezember dir noch so bringt. Ah ja, alles klar. Die hat sich aufgedeckt, also deute ich die zuerst. Da hast du den Adler und hier geht es um die geistige Welt, es geht um Integrität, aber auch die Verbindung zu dem Reich der Engel. Also du hast wahrscheinlich, und ich habe ja gesagt, hier Engel. Die Temperance-Karte steht auch, oder die Mäßigkeit-Karte ist für mich ein Hinweis auf die Engel. Ja? Also du hast ja auf jeden Fall Engel an deiner Seite und die Engel, die haben auf jeden Fall auch schon dafür gesorgt, dass sich das alles so erfüllt, wie das eben, ja, dass das eben alles so kommt, wie es kommen soll.
Ja, also die geistige Welt steht hier da auf jeden Fall hinter dir und die ist da auf jeden Fall auch sehr, sehr nah an deiner Seite. Gucken wir uns die Karte an und da hast du hier die Eule. Und ich finde es interessant, dass hier steht Täuschung, das ist entweder die Täuschung oder auch der Betrug, ne? Und hier hast du die Weisheit. Du hast dich in irgendeiner Sache sehr getäuscht. Du hast die Dinge nicht so gesehen, wie sie nach außen hin waren, ja, du hast wahrscheinlich Illusionen gehabt, du wurdest eventuell auch getäuscht, ja, und nun wurdest du eines Besseren belehrt, leider durch Kummer, ja, aber nur durch Schmerz lernen wir, ja, der Mensch lernt erst, wenn es weh tut, so hart wie es klingt, ne, in der Regel lernt er da, aber du bist reifer geworden, du bist schlauer geworden, ja, und deswegen erwartet dich jetzt sozusagen eine Zeit, wo du einen Neuanfang wagen kannst. Ne? Und mir fällt dir gerade auf, hier ist eine 13 und hier ist auch eine 13. Ne? Und das ergibt ja 4. 1 plus 3 ergibt 4. Und das ist auch für mich ein Hinweis, dass die Engel sehr, sehr nah an deiner Seite sind. Und hier hast du ja die Engel bzw. die geistige Welt. Und hier mit der Temperance-Skala auf jeden Fall auch. Also hier gibt es jemanden, der hier sehr, sehr stark über dich wacht. Ja? Entweder dein Schutzengel, vielleicht auch ein Verstorbener. Oder aber, ja, die geistige Welt an sich, das Universum, so kann man das sagen. Wow, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Weil ich glaube nicht, dass du dir immer noch Illusionen machst, weil du wurdest eines Besseren belehrt. Das war wie eine Prüfung für dich. Ja, durch Kummer, durch Schmerz musstest du irgendwie an die Wahrheit kommen. Ja, und ab jetzt, weil du ja reifer, also ja, was heißt reifer geworden bist, weil du ja jetzt daraus gelernt hast, wird dich hier ein Neuanfang erwarten und auch die Fülle, die Zufriedenheit und der Frieden wird einkehren. Die Leichtigkeit kommt ja also zurück, ne? Sehr schön. Das letzte Kartendeck für dich, lieber Steinbock. Da würde ich das Orakel dann nämlich auch ganz gern beenden. Ja, da haben wir schon die erste Karte. Eine hätte ich jetzt trotzdem noch ganz gern. So, lieber Steinbock, die letzte Karte für dich, der letzte Hinweis für dich für den Monat Dezember. So, da hast du als erstes Wünsch dir was. Dies ist ein magischer Augenblick. Wünsch dir was und genieße, wie es sich verwirklicht. Okay? Ich glaube. Natürlich kann das jetzt ein Hinweis darauf sein, dass es eine magische Zeit ist, wo sich deine Wünsche wahrscheinlich schneller manifestieren. Also falls du die Zahlenkombination 11:11 oder 111 siehst, dann achte unbedingt mal darauf, was du denkst, was du sagst, denn das, was du sagst oder denkst, manifestiert sich jetzt schneller als normal. Ja, aber ich glaube, du hattest hier bestimmte Wünsche, wie etwas ausgehen soll. Und das wird auch wirklich so für dich ausgehen, wie du es dir hier vorgestellt hast. Ja, deine Wünsche, kann man sagen, das verwirklicht sich. Und der Frieden und die Fülle kehrt zurück, sodass du nun wieder nach vorne schauen kannst und dich ein Neuanfang erwartet, lieber Steinbock. Wow. Die letzte Karte. Oh, ist das schön. Oh, wie schön, lieber Steinbock. Ich freue mich. Morgendämmerung. Das Schlimmste liegt hinter dir. Neue positive Erwartungen, Erfahrungen liegen vor dir. Ja, Erwartungen auch. Ja, also Steinbock, du hast das Schlimmste hinter dir. Ab nun wird es leichter für dich. Frieden kehrt zurück. Ich wiederhole mich. Die Fülle, der Neuanfang. Schöne neue positive Erwartungen liegen vor dir. Also alles ist gut. Das Schlimmste hast du hinter dir. Ja? Was auch immer du gerade durchmachst, lieber Steinbock, sei es hier in der Liebe oder im Beruf oder was auch immer, du weißt es jetzt, das Schlimmste hast du hier hinter dir. Alles wird genauso kommen, wie du es erwartet hast, wie du es gewünscht hast. Dir wird dadurch eine unglaubliche Last von den Schultern genommen. Ja, und die Engel sind sehr, sehr stark an deiner Seite. Und ich habe hier, wie gesagt, ja auch eine sehr, sehr starke Schützerenergie. Ne? Vielleicht spielt eine Schützeperson auch eine Rolle bei dir, die momentan sehr stark an deiner Seite ist. Auch das ist möglich. So, lieber Steinbock, das war dein Orakel. Und bevor ich es vergesse, werde ich jetzt noch mal ganz kurz die Karten vorstellen. Meine Güte, ich bin gerade mal bei 15 Minuten. Bei den anderen habe ich wesentlich länger gebraucht. Aber
Ja gut, so soll es sein. Okay, die Karten. Die Tarotkarten, die ich jetzt hier verwendet habe, das ist das Anaka-Tarot. Ich habe davon jetzt leider keine Verpackung mehr, weil die zu groß war. Und genau, das ist das Anaka-Tarot. So, die Karte hier oben, deine Hauptenergie, die absolut genial ist, das ist eine Karte aus dem, Moment, aus dem Fairy Forest Orakel von Lucy Cavendish. Dann die drei Karten hier. Das ist aus dem, Moment, aus dem Gaia-Orakel. Dann habe ich benutzt die Karten hier. Das ist aus dem Wisdom of Avalon-Orakel von Collette Baron Reed. So, und das letzte Kartendeck, was ich jetzt hier zum Schluss benutzt habe, das sind Karten aus dem, das ist von Doreen Virtue, Zauber der Meerjungfrauen und Delfine. Okay. Lieber Steinbock, ich wünsche dir einen wundervollen Monat Dezember. Ich wünsche dir einen fleißigen Nikolaus und einen fleißigen Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten wünsche ich dir und vor allem wünsche ich dir einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021. Lass es dir gut gehen. Tschüss.